Jesus ruft, kommt und tretet in meine Ruhe ein. Ich führe meine Leute aus der Wüste der Religion heraus. 19. Oktober 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Heute Abend begann ich meine Gebetszeit in der süßen Gegenwart des Herrn. Er hat uns einen außergewöhnlichen Lehrgang gegeben, wie man in seine Ruhe eintreten kann. Es ist einfach wunderbar. Während der Anbetung konnte ich sehen, wie er mich hielt und wie wir langsam tanzten zu den Anbetungsliedern. Und ich war in der Lage, in den Frieden einzutauchen. Es war, als ob ich von völlig aufgedreht in eine völlige Ruhe und Gelassenheit hineingefallen wäre. Als ob ich neben einem See stehen würde, der so ruhig war, dass er ein perfekter Spiegel war für alles um ihn herum. Die Stille war überwältigend schön. Es trat ein solch tiefer Friede in mein Herz ein. Ich befand mich in einem völligen Ruhezustand in ihm. O Herr, du bringst mich an einen solch wunderbaren und friedlichen Ort, wie dieser verspiegelte See. Völlige Stille und Ruhe. Ich danke dir. Wow, ich fühle mich völlig verändert. Jesus begann. Das wird Ruhe genannt. In meine Ruhe eintreten. Es ist ein Ort völliger Hingabe, wo deine Aufmerksamkeit so auf mich fokussiert ist, dass du einfach dahin schwindest. Es ist ein lieblicher Ort zu sein und er ist nötig für die Erneuerung, meine Liebe. Jesus, du bist so süß, gütig und liebevoll zu mir. Ich habe nie ein Gefühl, als ob ich dich verdienen würde. Oh nein, meine Liebe, du darfst nichts über dich selbst bestimmen. Lass dich lieber in meine liebenden Arme fallen und vergiss dich selbst. Dies ist, wo die wahre Ruhe existiert. Du hast sicher einen Weg, wie du mich dazu bringst. Es bereitet mir großes Vergnügen. Worüber möchtest du gerne sprechen, Herr? Über genau das. Meine Bräute, einige von euch versuchen viel zu intensiv in meine Ruhe einzutreten. Einige von euch drängen und drängen, um einzutreten. Darf ich sagen, dass dies das genaue Gegenteil von dem ist, was ihr tun solltet? Kommt zu mir und erwartet, dass ich eure Bemühungen würdige, mich am geheimen Ort unserer verbundenen Herzen zu treffen. In der Welt sind so viele daran gewöhnt, ihren Weg zum Erfolg aggressiv zu forcieren. In meiner geistigen Welt ist es vielmehr eine Sache der Ergebung und Hingabe als eine Sache der Leistung. Die Welt erlangt Heiligkeit. Ihr sollt euch der Heiligkeit ergeben. Sie wird euch übernehmen, wenn ihr aufhört mit Streben. Wie macht man das, fragt ihr? Kommt zu mir in Anbetung und lasst die Musik euch hochheben und direkt aus euch hinaustragen. Wisst ihr, dass viele, wenn nicht all diese Lieder im Voraus im Himmel komponiert wurden? Sogar die Wahl der Instrumente wird von einem Engelschor inspiriert, die jenen zugeordnet wurden, die sie arrangieren müssen. Dies sind einige Klänge des Himmels. Sie kommen von jenem weit entfernten Ort und heben euch hoch und bringen euch nach Hause, an jenen weit entfernten Ort, zusammen mit ihnen. So einfach ist es. Jene Musiker, die wirklich gesalbt sind, sind sich deren Ursprung sehr wohl bewusst und ihre Kooperation mit der Gnade hat für sie höchste Priorität. Sie wissen, dass alles von der Gnade abhängt. Sie haben einen tiefen Fluss, der durch sie hindurchfließt,
der diese Melodien und Worte in diese verletzte Welt hinausträgt, die es dringend nötig hat, aus der Grube dieser Welt hochgehoben und verwandelt zu werden. Oh, die Musiker sind meine Favoriten, weil sie meine Braut vorbereiten, mich zu empfangen. Ja, ja, ich weiß, was du denkst, Claire. Aber ich sagte überhaupt nichts. Doch, doch, das tatest du. Weißt du nicht, wie laut deine Gedanken sind im Himmel? Besonders, wenn du protestierst oder nicht verstehst, was im Moment der Fall ist. Okay, Herr, du kannst keine Favoriten haben. Du bist Gott. Was ist mit dem Rest, die keine Musiker sind? Ihr seid alle meine Favoriten. Lass mich meine Aussage umformulieren. Schau, wie meine Demut darauf besteht, deine Neugier zu befriedigen. Meine Lieblingsgabe ist Musik, weil es meine Braut direkt in mein Herz zieht, ohne ihren Verstand zu nutzen. Sie fühlt sich tief im Innern gezogen, an jenem Ort, wo wir zusammen wohnen, und sie hüpft vor Freude, wenn sie die gesalbte Musik hört, die vom Himmel gesandt wurde, weil dies Klänge sind aus ihrem Heimatland und aus meinem Herzen voller Liebe für sie. Wow, Herr, du hast dich gut herausgewunden. Ich lerne von den Besten, Claire. Dieser Punkt geht an dich. Weiter jetzt, da wir ein wenig Spaß hatten. Wirklich, meine Liebe, da gibt es etwas Herausragendes an der Musik, was in der Seele wirkt und sie direkt in meine Arme zieht. Wie in der Szene im Film Die Mission, wo der Priester eine Flöte spielt und all die feindseligen Ureinwohner näher kamen aus Neugier. Oh, jener Film war ein kleiner Himmel für mich, bis hin zum hässlichen Teil. Jenes Lied wurde im Himmel geschrieben und dem Komponisten überreicht. Wusstest du das? Aber ist er nicht ein weltlicher Komponist? Ganz egal. Ich kann ihnen meine Lieder geben, ohne dass sie deren Ursprung kennen. Die Idee dahinter ist, dass das Lied zu den Menschen hinausgetragen wird. Aber gibt Satan nicht auch Lieder? Das tut er sicherlich. Aber seine Lieder entstehen im Chaos und in der Sünde und verursachen mehr Chaos und Sünde. Ich kann einem weltlichen Musiker eine Inspiration für ein Lied geben, welches ich nutzen werde, um mich selbst der Seele mitzuteilen, die es hört. Wie die weltlichen Liebeslieder, bei welchen ihr wie angewurzelt stehen bleibt im Lebensmittelladen. Liebe ist ein Thema, das niemals ausgeschöpft werden kann. Und mit einem kleinen Kniff kann die Bedeutung von weltlich zu heilig verwandelt werden für meine Braut. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Lieder gefunden, die wirklich mein Herz von innen nach außen gedreht haben. Wie »Lass es mich sein«, »Let it be me«. Das war ein Everly Brothers Lied aus den 50ern oder 60ern. Der Liedtext lautet »Ich segne den Tag, wo ich dich fand. Ich möchte bei dir bleiben und darum bitte ich dich, lass es mich sein. Nimm diesen Himmel nicht von mir, wenn du dich an jemanden klammern musst. Jetzt und für immer, lass es mich sein. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, finde ich vollkommene Liebe. Was wäre dieses Leben,
ohne deine süße Liebe. Dies sind die Worte des Liedes. Die Melodie ist einfach himmlisch und wunderschön. Oh, ich liebe es, wenn du mir jenes Lied singst, aber du bist so beschäftigt mit Singen, dass du mein Herz nicht pochen hörst, aber das tut es. Ich bin zutiefst berührt, dass du dir die Zeit nimmst und dich bemühst, das für mich zu singen. Es funktioniert auf beide Seiten, weißt du? Du wirst zu mir hingezogen in einem Lied und ich bin wirklich zu dir hingezogen, wenn du singst. Oh ja, dies ist ein Geheimnis, welches ihr eines Tages im Himmel beobachten und verstehen werdet. In lebendigen Farben möchte ich hinzufügen. Nun, dieser Lehrgang handelt von Befreien, Loslassen und in meine Ruhe eintreten. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie ihr es tatet in der Rebellion. Wer waren sie, die gehört und rebelliert hatten? Waren es nicht all jene, die Mose aus Ägypten herausgeführt hat? Und mit wem war er wütend über 40 Jahre? Waren es nicht jene, die sündigten, deren Körper in der Wildnis ihr Ende fanden? Und wem hat Gott geschworen, dass sie niemals in seine Ruhe eintreten würden, wenn nicht jenen, die ungehorsam waren? Also sehen wir, dass sie nicht in der Lage waren, einzutreten, aufgrund ihres Unglaubens. Und hier ist die Parallele. Ich führe meine Leute jetzt hinaus aus der Wildnis der Religion und der menschengemachten Regeln. Einige haben ihre Herzen verhärtet bezüglich dieser Lehrgänge. Es bedroht ihre Sicherheit und ihr Gefühl der Kontrolle. Sie werden tatsächlich von einem Geist der Rebellion angeführt, wie der Geist von Isabel, die Schlange, der laufend die Propheten ablehnte, die ich sandte. Und jene, die jenem bösen Geist zuhören und ihre Herzen weiter verhärten gegen meinen Aufruf zu einer innigen Beziehung mit mir, werden draußen in der trockenen und kargen Wüste der Regelbücher und Lehren verschmachten, immer suchend, immer lernend, aber niemals fähig, in die Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Genau wie Jannes und Jambres Mose ablehnten, genauso lehnen diese Lehrer die Wahrheit auch ab. 2. Timotheus 3,1-8. Meine Braut wird in die Freude ihres Meisters eintreten, in meine Ruhe. Und warum wird sie eintreten? Weil sie geglaubt hat. Ohne Glaube ist es unmöglich, mich zu erfreuen. Denn er, der zu mir kommt, muss glauben, dass ich bin und dass ich ein Vergelter jener bin, die mich aufrichtig suchen. Hebräer 11,6. Sie haben eine Form von Göttlichkeit, aber sie leugnen meine Macht. Die Macht, die aus dem eingeflößten Wissen hervorgeht. Eingeflößte Herrlichkeit und Erneuerung in meiner vertrauten Gegenwart. Dies ist das verheißene Land meiner Liebe, die innige Gemeinschaft mit mir. Meine Schafe hören meine Stimme und einem anderen werden sie nicht folgen. Nun, wenn ihr heute meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gebt mir nach, kommt und lasst euer Streben. Fallt zurück in meine liebenden Arme. Tretet in meine Ruhe ein. Und all jene, die sich diese Botschaft zu Herzen genommen haben, werde ich mit neuer Gnade besuchen, das Alte loslassen zu können und den neuen Wein meiner Liebe zu umarmen. Kommt zu mir, Geliebte meines Herzens, kommt hierher und ruht in meinen Armen.